Hallo und herzlich willkommen in unserem neuen Video. Heute zu Gast bei unserer, bei meiner Schwägerin, deiner Schwester. Meine Schwester. Ganz genau. Bei mir. Wir haben heute 4 verschiedene Dips für euch. Quick and Dirty, abgefilmt, übelst easy, übelst einfach. Passt zu jedem Grillfest, passt zu Nachos, passt zu Fleisch, passt einfach zu allem. Was haben wir für Dips mitgebracht? Einmal? Guacamole. Und? Grüne Soße. Welcher ist das? Mango Chutney Dip. Und das ist ein Hummus von Foodist, der ist so schnell gemacht, keine 2 Minuten ist der fertig. Und wenn ihr den pimpt, habt ihr sogar noch eure eigene individuelle Note. Checkt unbedingt unten die Videobeschreibung aus. Alle Angaben, Mengenangaben findet ihr in der Videobeschreibung. Klickt euch durch, alle Links sind Affiliate-Links. Für euch kostet das nicht mehr, wenn ihr draufklickt. Ich kriege eine kleine Provision. Viel Spaß bei dem Video. Ist eigentlich nur getrunken hat. Zum Wohl. Wir müssen erst mal probieren. Jetzt machen wir den ultimativen Dip. Man fragt sich, wozu er passt. Er passt zu mir. Allem. Rot. Wir machen einen Mango-Chutney. Dip. Quick and dirty. Alex, leg los. Right. Ja. Ist das ein süßer Dip? Ein Hauch. Ein Aber Hauch? Es ist nicht süß, wenn man sich denkt, dass es eine Süßspeise wäre. Man kann es mit herzhaften oder ist es mit herzhaften Sachen zusammen. Sehr lecker. Sehr tatsächlich, mit einer Süßen habe ich es noch nicht probiert. Okay. Aber ich möchte nicht sagen, dass es nicht gehen würde. Also. Nicht süß. Es ist eine süßliche Note. Durch. Also das wird der vielseitigste Dip, den wir heute genau essen werden. Kann man wirklich zu allem reichen. Wir brauchen nicht viel Zwiebel. Entweder eine kleine Zwiebel oder nur so ein bisschen von der Zwiebel. So ein bisschen von der Zwiebel. Kleine Zwiebel oder ein bisschen von der Zwiebel. Das ist eine kleine Zwiebel. Ich hau jetzt die ganze Zwiebel da rein. Ich bin dann auch manchmal sehr verschwenderisch, dass ich dann einfach die Ecken sehr großzügig abschneide. Dann habe ich automatisch eine noch kleinere Zwiebel. Das ist Trick 17, oder? Mindestens. Und eine Knoblauchzehe? Worldwide. Ja, die auch bitte. Knoblauch ist immer gut. Aber wisst ihr, was ich bei Knoblauch immer mache? Hm? Ich nehme den grünen Strang raus. Okay. Schmeckt er dann nicht so alt? Dann hast du nicht weniger. Diese... so viel? Nein, tatsächlich liegt es nicht daran, sondern wenn du das rausnimmst, ist der Geschmack, den der Knoblauch gerne bei dem menschlichen Körper auslöst. Hast du nicht so einen Mundgeruch danach? So, jetzt habe ich so hart gearbeitet. Ich fange an zu schwitzen. Ich muss jetzt irgendwas trinken erstmal. Soll ich das Ding mal in die Kamera? Tupperware für die internationalen Zuschauer. ist auch zu quick and dirty. Ich glaube, es heißt Quick Chef oder der Große heißt Quick Chef. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall einfach alles reinschmeißen und dann kräftig. Das ist Hightech. Nicht zu sehr, weil irgendwann wird die Zwiebel so wässrig. Klein sollte es schon sein. Schöne Arbeit, die man dann Kindern geben kann. Dann. Das war meins. Hatte ich dir nicht 3 gegeben? Dann nehme ich jetzt. Ich glaube, ich habe aus jedem Glas am Ende mal getrunken. Ich möchte bitte immer das Vollste. Was mischen wir? Ja genau, wir mixen jetzt quasi 200 Gramm Creme Fraiche. Mhm. Und die gleiche Menge Mayonnaise. Egal, mhm. Ich nehme einfach gerne eine Miracle Whip. Hier ist eine Balance. Mhm. Ist egal welche. Hauptsache der gleiche Anteil Mayo ungefähr kommt rein. Das kannst du machen. Ich hole schon mal die Kräuter. Ich bin auch nicht überfordert. Ich habe das mir vorher auch alles gut überlegt, wem ich was zu traue. Ja, sehr gerne. Du musst weg. Jetzt haben wir einfach so ein bisschen Geschmack, bisschen Farbe. In der Reihenfolge ist es eigentlich auch egal. Wir hauen jetzt einfach nur noch ein paar Zutaten rein. Das sind jetzt hier von beispielsweise Iglo. Hauptsache 8 Kräuter. Nach Bedarf mehr, mal weniger oder halt so viel wie abbricht. Ne? Mal hast du ein halbes Paket drin, mal hast du ein bisschen drin. Jetzt haben wir den Geschmack, den wir da reinpacken. Und zwar fertig Mango Chutney. Mhm. Ich glaube, da gibt es auch 2 verschiedene. Ich meine, ich hätte mal irgendwie mild gesehen oder scharf. Ich weiß es nicht. Ich gucke, dass ich mich immer an dieses Bamboo Garden halte. Ungefähr noch ein halbes Glas drin. Ja. Dann nehmen wir jetzt den Rest, den wir jetzt hier rein rühren. Und jetzt kommt noch eine kleine Nuance Curry rein. That's it. Kann man das schon mal probieren? Ja, das machen wir gleich mit dem Chip. Ich wollte mir dann Chip nehmen. So. Fertig. Hast du gut verrührt? Ja, klar. Dann machen wir jetzt einfach mal. Let me see. Steck ihn rein. Lass uns gemeinsam probieren. Dirty spreche ich jetzt mit vollem Mund ins Mikrofon. Ja, ist okay. Jetzt zieht natürlich auch noch ein bisschen. Ne? Hm. Das ist wirklich ein geiler Dip, den man sich zeigen kann. Ja. Und es ist ungelogen. Ja. Ein Dip,
den du zu allem herzhaft. Und es ging also, jetzt wirklich gesagt, schnell. Es ging gleich. Ich würde sagen, der erste Dip ist im Kasten. Dip Nummer 2, jetzt so gibt es richtig leckere Guacamole. Guacamole innerhalb von keine 10 Minuten. Ich würde sagen, let's go. Zum Start brauchen wir 2 Tomaten. Die machen wir in kleine Würfel. Fein würfeln. Genau. Was oder eigentlich auch besser, was schneidet. Ja, was? Oh, sag mal. Haben wir schon mal in der Küche mit Zacken. Sowas muss man immer ein Messer mit Zacken wählen. 2 Avocados, reif. Also die eine ist ja auf jeden Fall schon reif. Oh, die sieht aus wie aus einem Bilderbuch. Mhm. Das ist doch eine Requisite, das ist doch keine richtige Avocado. And this one. Ich wollte mal, wie du hier so ein... Ja, süß. Wie ich? Also Baum machen willst du? Ja. Willst du behalten? Ja, kann ich ja wieder rausholen. Soll ich dir sagen, wie das geht, Alex? Ja, Zahnstocher. Nee, erst trocknen lassen oder so, ne? Ja, du musst ihn erstmal richtig schön abwaschen. Und dann musst du die braune Schale wegmachen. Fällt es ihm leichter. Warum ist es ein ihm? Die Avocado. Der ist doch Baum. Weiblich. Der Avocado-Baum. Avocado? Ne? Ja. Ich habe mir einen Nagel geschnitten. Yeah. Okay, wir müssen meine Schwester austauschen. Ich würde gerne den Tomaten jetzt eher austauschen. Ja, falls einer einen Crunch hat, der gehört da nicht rein. Hast du Fingernagel drin? Yeah. Oder Hornhaut? Ich weiß es nicht. Der muss jetzt hier so in Wasser. Du kannst den auch einfach so in Taschentücher und dann in so ein Tupperdings legen. Der muss nicht mit Zahnstochern da irgendwie misshandelt werden. Okay. Den in Wasser stellen, dass der halt unten benetzt ist, oben nicht. Und dann wurzelt der innerhalb. Das dauert manchmal echt 4 Wochen oder fast 8. Ja, da dauert es aber danach geht's ab. Danach geht's aber ab. Wir werden eine gute Verbindung zueinander haben. Die Avocado klein machen. Zerquetschen, genau. Richtig gut zerquetschen. Das ist eine Mousse quasi. Mhm. Ne? So ein bisschen. Eine halbe Zitrone, die ich vorher schön gerollt habe. Bringen wir das. Mmh. Erstmal ein Teil davon hier rein. Wir kommen zu Dip Nummer 3. Und zwar schimpft die sich auf den Namen. Grüne Soße. For everything. Film ab. Petersilie. Ja. Wir brauchen Knoblauch. Wir brauchen Zitrone und als allerwichtigstes, neben der Petersilie... Dann mal kurz den Hauptdarsteller vorstellen. Ist das der Hauptteil von Grüne Soße? Genau, der Hauptdarsteller, Grüne Soße, den wir jetzt mal hier so ganz nett präsentieren. Wir müssen jetzt erstmal das Olivenöl mit dem Zitronensaft vermengen. Wenn die Amateure hier am Werk sind. 4 Esslöffel Öl. Verrühren. Das machst du toll. Ja. Jetzt würdest du den ganzen Tag nichts anderes machen. Ich rühre für mein Leben gerne. Salz und Pfeffer nach Bedarf, ne? Hauen wir mal rein. Wir können immer wieder nach. Ja. Knoblauch. Kleine Hackseln oder was? Ja, ja, genau. Einfach. Willkommen bei Martha Stewart. Jetzt da rein. So, auch das, mit was probieren wir das jetzt? Auch mit den, vielleicht hätten wir ja auch irgendwie so ein paar Steak-Stücke, hätte Markus auf den Grill schmeißen müssen. Tasty Test. Es sieht aktuell noch wenig. Lecker. Ich glaub, nicht so kniepig. Ja, irgendwie kam, ging das nicht. Von dem leckeren Zeugs drauf. Das morgen Hilfe. Ist jetzt aus dem Löffel? Ach so. Aus dem Löffel? Ey, meine Hand. Wir haben jetzt nur Nachos, aber da gehst du allem, auf Fleisch oder so. Zu allem. Lecker. Ein bisschen durchziehen lassen, perfekt. Das habt ihr auf Mallorca mal gegessen? Genau. Dip Nummer 4 und jetzt gibt's Hummus und das ist so schnell gemacht und so unglaublich lecker. Werbung, bezahlte Werbung, aber auch Werbung aus Überzeugung, damit ich euch mal sagen kann, was da drin ist. Da ist reinstes Kicher- und Erbsmehl drin, Sesammehl, Salz, Knoblauch, Kreuzkümmelpulver und das war's. Aus biologischem Anbau, vegan, bio. Oder wie einfach das geht, das zeige ich euch jetzt. Und zwar fangen wir an mit 5 Esslöffel von diesem Pulver. Gehäufte Esslöffel. 1, 2, 3, 4 und 5. Anschließend brauchen wir 60 bis 65 Milliliter Wasser. Ihr könnt ihr dann auch immer rühren und dann schauen, wenn es die Konsistenz hat. Dann brauchen wir noch 20 bis 25 Milliliter Öl, Olivenöl. Das mal so ein bisschen nach
vor Schnauze machen oder soll ich das? Ja, kannst du auch so. Gib mal hier ein bisschen Schuss rein, bitte. Guten Mayonnaise, so langsam einlaufen lassen. Okay. Das kann man jetzt nach Belieben verfeinern mit Petersilie. Also meine Präferenz wäre Chili. Oder Chili, alles Mögliche. Dip. Die schmeckt doch gar nicht sandig oder sowas, wie man es ja von manchen Hummus-Sorten kennt. Ist Zitrone drin? Kannst du reinmachen. Genau, mach mal so einen Touch Zitrone. Ich finde, das gibt immer das so. Das kannst du jetzt pimpen mit was du willst. Und das Gute ist, das hast du halt immer zu Hause. Alles, was du. Wir haben ja schon genug Eis, glaube ich, mit Schnoblauch heute. Ja, ist okay. Washed Petersilie, Parsley. Das ist Blitzhummus. So schnell hast du noch nie Hummus gemacht. Mit meinem Code Nicole bekommt ihr bei Foodist immer den angesagtesten Code. Aktuell sind es 4 kaufen, nur 3 bezahlen. Das Billigste gibt es gratis dazu. Ansonsten habt ihr immer 10% mindestens mit meinem Code. Also schlag zu, dieser Hummus, den kann ich zum Beispiel nur empfehlen. Tasty Test? Ich glaube, so gut hat es noch nie geschmeckt. Oder jetzt mit diesen additional lecker. Toppings? Unglaublich lecker. Mhm. Gar nicht sandig. Also man hat nicht das Gefühl, man hat Sand im Mund. Oder würdest du das behaupten? Nee, hast du schon mal Hummus gegessen? Habe ich, ja. Aber ich habe immer das Gefühl, also es schmeckt sehr, sehr gut. Hat mir so eine Konsistenz ein bisschen wie Erdnussbutter. Mhm. Ne? Mhm. Aber ich liebe Erdnussbutter. Also, Also ich mag Hummus eigentlich überhaupt nicht, aber den finde ich tatsächlich lecker. Ja. Warum magst du ihn nicht? Weil er sandig ist. Ja, und auch so. So stockend. Und der ist so cremig. Ich habe das Gefühl, ich würde einfach Sand essen. Mhm. Aber den finde ich echt lecker. Mhm. Vor allem die Vielfalt, ne? Du kannst wirklich von uns schmeckern, 10 ja. von 10 Punkten, 300 Gramm Packung. Checkt es aus in der Videobeschreibung. Foodies. Alles bio, alles vegan. Auch Pestizide, alles Mögliche getestet. Unsere Empfehlung an dich. Greif zu. Freunde, wir sind durch. Wir sind durch. Wir müssen anstoßen. We made it. We made it. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Schreibt in die Kommentare, wie euch die Dips gefallen haben. Gefallen, geschmeckt haben. Mhm. Und gefallen natürlich auch. Optisch absoluter Brecher. Macht die unbedingt nach. Probiert's aus. Gebt dem Video ein Like, wenn ihr bisher geguckt habt. Vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal.